Wie lebt man gemeinschaftliche Mündigkeit in der Praxis? Seit Jahren trainiert das Rumänien-Team in Sommercamps mit dem Missionshaus in Viscri, Rumänien, vor allem beim Bauprojekte das gemeinschaftliche Zusammenwirken. Nachdem eine neue Küche in den letzten 2 Jahren entstanden ist, soll nun auch ein neuer schöner Speisesaal angrenzend an die Küche ausgebaut werden. Dafür müsste ein altes Gebäude abgerissen werden. Die einzelnen Schritte und Projekte wurden im Vorfeld geplant. In der Praxis zeigt sich dann aber, wie die gemeinschaftliche Umsetzung funktioniert. Gemeinschaftliche Mündigkeit können wir bei diesen Projekten wahrlich super erleben. Wie formiert sich der Schwamm am besten, das Dach oder die Wände abzureißen? Wer bringt den Bauschutt weg? Wer entscheidet, welche Baumaterialien behalten werden und was alles weggeworfen wird? Alltagsfragen, wo man sich in die Haare geraten könnte oder eben zur gemeinsamen Mündigkeit und Schlagkraft durchdringen kann. Wir trainieren und so fand jeder immer wieder wie von selber den richtigen Platz. Einmal beim Schaufeln, dann beim Schubkarren wegfahren, beim Material verräumen, Nägel rausziehen oder im Garten bei Bäumen schneiden. Wenn der Schwarm uneins war, zum Beispiel bei der Frage, welches Material kann man noch verwenden? Wirft man die Ziegelsteine oder das Holz weg? Was soll man behalten? Müssten wir manchmal einen Stopp einlegen, die verschiedenen Meinungen dazu hören und herausspüren. Was ist nun die Lösung? Wo geht es uns allen gut? Wo ist wieder Freude und Friede, um gemeinsam weiterzumachen? Dann kam oft genau der hilfreiche Impuls von klein oder groß, Gästen oder langjährigen Mitarbeitern, wo alle spürten, das ist es. Oder es setzte sich durch verschiedene Impulse ein Gesamtbild zusammen, wie wir weitergehen sollen. Das ist ein Geheimnis wahrer Mündigkeit. Nicht einfach pubertär selber durchziehen, sondern sein Umfeld gewahren und mit ihm zusammen Neues entstehen lassen. Es war wie beim Schwarmflug der Vögel, wo immer wieder ein anderer Vogel die Führung übernimmt und die anderen sich an dem anschließen und anvertrauen können. Auch das Küchenteam erlebte übernatürlichen Schwarmflug. Mit einer neuen Freundin und unterstützt von einer lieben Mitarbeiterin, die den Fuß gebrochen hatte und nur mit Krücken laufen kann, versorgten sie eine Woche lang 25 Personen aufs Beste. Die Gäste, die nur mal reinschnuppern wollten, waren so in den Schwarm mit hineingenommen, dass sie mithalfen, als wären sie schon immer dabei gewesen. Und sie waren beeindruckt, wie viele Berge in so kurzer Zeit von uns gemeinsam versetzt wurden. Es ist gar nicht schwer, als Schwarm zu funktionieren. Es braucht nur die Ausrichtung auf die göttliche Navigation und dann den Schwarm zu folgen, wohin er fliegt.